Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Rote Marsch. Ich werde jetzt Fahrzeug zurückfahren zum Hof und gleich mal die Ballenfresse holen und gleich mal das Ganze gleich pressen. Jetzt haben wir denselben Kurs wie jetzt hier auch. Brauchen nicht löschen. Wahrscheinlich wir noch auf Feld Nummer, also Wiese Nummer 23 fahren und da auch noch schwacken, aber wie gesagt, erstmal. Wichtig wäre eigentlich mehr, dass wir hier das immer fertig kriegen mit der Wiese, ne? Anfangen. Nehmen wir hier die Kuhnpresse, die auch wickeln kann. Und fangen wir der an. Dann werden wir noch ein Bier verkaufen gleich. Geht sofort los. Wenn der mal arbeitet, können wir mal in aller Büro ganz ruhig Bier verkaufen. So, da sind wir. Ersten Wegpunkt. Arbeitsmodus. Abfahrer einstellen. So, kurz mitfahren. Mal sehen, wo er anfängt. Normalerweise. Würde ich meinen da oben, ne? Gut. Das macht er jetzt alleine. Hoffe ich jedenfalls. Wir gehen uns Bierkauf verkauf kümmern. Mit der 23, mal gucken, ob das fertig ist. 23 ist fertig, dann werden wir den auch hier fahren zu 36, ist ja um die Ecke. Und da werden wir den mal gleich einstellen auf Streifen Z. Achso, okay. Zeigt euch schon mal an. Wir wollen Spat legen in Mitte. Ich kann das nicht erkennen. Fahrradlage, genau. Damit wir nicht spatten müssen extra, ne? Darum geht es ja bei. Den wir gleich mal einstellen, programmieren, also errechnen lassen den Kurs und dann gleich mal loslegen und den Kurs speichern, damit wir in dem Fall des Falles gleich nochmal, falls ich Schwäche zeige heute Abend, ob ich da später noch was machen kann. So, Kursbeginn, Kursberechnung heißt Kursgenerierung. Wir brauchen hier immer zwei Fahrzeuge. So, zwei. 9 Meter, 59. Hat gut funktioniert. 59. 8, 9, 50. Vorgewende machen wir zwei. Mit zwei Fahrzeugen sind es ja vier. Beginnen auf Feld rein und dann auf die 36. Also wir haben jetzt relativ große Wiesen, also größer wie die 19. Das ist gut, das schafft man. So, das ist der linkse Kurs sein, da links. Aber das mal werde ich das andere auch noch einstellen, bevor ich hier, dass die Abstände nicht so groß sind. Denn sonst, ey, ein Ballen versteckt. Sonst haben wir ein Problem, dass sie wieder sich stören. Ungünstig. So, den werden wir gleich kurz kopieren. Kurz löschen. Das passt. Du wirst der Rechte sein, das ist mal richtig. Also der rechts fährt, ne? Der rechten Seite halt, ne? Und nicht rechts, ne? Das wird ja auch viel behaupten. Oder sagen, die wären rechts. Hier ist halt nur links und rechts vom
von der Hand zu sehen, ne? So, das ist der rechte Fahrer und der andere ist der linke Fahrer. Hier haben wir auch hoffe, dass das noch so ist, ne? Vorne. Der zeigt nur an, was das macht, ne? Gut, Ablage schwarz. Das ist der rechte, okay. Der linke soll vorausfahren. Normalerweise müsste es eingetragen sein mit Verband. Aktiviert 100 Meter. Ersten Wegpunkt. Und einstellen. Nun beeilen. Damit er auch gleich hinterher fährt, ne? Sonst ist er nachher wieder. So, hinten mal wieder aufklappen. 100 Meter nämlich vorne komplett. Ausmachen und einstellen. Mal schauen, ob das beides auch richtig läuft. Deswegen eingeklappt, er hat schon mal das gleiche gemacht und dann ist es die ganze Bahn. Ja, Ball pressen mit 8000 ist okay. Brauchen wir nicht so oft fahren, ne? 20.000 kann man einstellen. Finde ich ein bisschen betrieben, aber 8000 ist der Wert. So, jetzt sind beide bei und machen Verband mähen. Sollte man vielleicht mal speichern. Mähen. Zwei. Fahrzeuge. Meter. Und schwarz. Kriegt garantiert nicht mehr rein. Da ich doch. Aber ich weiß Bescheid. Warum machst du jetzt nichts? Sich beide blockiert wegen Verband. Das scheint ein bisschen weit nach links zu fahren. Aber macht täuschen. Ne, das ist verkehrt. Weil die eigentlich eins von eins und 380, ja, das ist verkehrt, Junge. 9 Meter, oh, 10. Versuch.
Bestimmt, weil er hier mit 9 Metern nicht klarkommt. Also das fand ich wohl nicht auf die Klappe. Gut, ich muss mit der Taste, Rechtstaste von der Maus. Ah, ja. Und mal zurückfahren. Und ist auch 3 Meter. Gut, 10. Das hat er früher so nicht gemacht. Rückwärtsfahren und so ist schon schöner, ne? 10 Uhr, 10 Minuten, ja. Gut, den ersten Meter muss man halt manuell pressen, ne? Und ob er dabei war. Ist der Schaden nicht ganz so extrem. Schade, dass er nicht den anderen mit rüber nimmt, aber gut, beim nächsten Mal kann man da so geht das von der Augenmaß her, ist er genau auf der rechten Seite und der andere ist genau auf der linken Seite, das ist gut. Und sobald er den Bereich kommt, wo der andere schon noch nicht gemäht hat, hat er auch mehr Gras zu liegen als jetzt, weil aktuell kommt er nur von rechts unmittelbar, ne? Und dann ist er ganz gut. 10 Meter ist vielleicht ein bisschen zu breit. Vielleicht ein bisschen zu breit. Obwohl die eigentlich für 10 Meter eingetragen sind, laut Beschreibung von Mod. Ne? Also, können wir das Beste behoffen. So, dafür das. Und dann dürfen die mal arbeiten. Eine Weile. Und ich werde mich darum kümmern, dass wir mal gucken, was hier los ist. Das klappt sehr gut. Dann können wir hier bald düngen, ne? Der erste Ball ist Heu. Macht aber nichts, den können wir gut verwerten. Wir werden uns darum kümmern, dass wir Bier holen, ne? Auf zur Brauerei. Muss ich sehen, ob da noch ein Fahrrad zu stehen. Das ist hier bestimmt nicht Milch für. Jetzt haben wir Geld und müssen dann einen Hopfen kaufen. Also wenn mein Hopfen gut ist, das ausgewachsen ist, das dauert noch eine ganze Weile. Und so lange möchte ich auf Bier nicht verzichten, weil Weizen und Gerste ist da halt gut vorhanden, ne? Im Lager. Das wäre ja blöd, wenn wir das nutzen würden. So. Jetzt auch unterwegs. Milch. Stroh, das brauchen wir noch nicht fahren, das ist nicht notwendig. Und voll. Wir werden auch nachts, naja, wir haben jetzt Mitte Frühling. Das ist ziemlich lange hell, aber wenn es dunkel ist, dann ist Schluss. Ne? Also mit Arbeiten, ne? Ich kann ja weitermachen. Beziehungsweise unsere fleißigen Fahrer auf dem Feld mit Kursplay und der Fahrer mit Augreif können ja vielleicht weiterfahren. Und ich werde mir da aufs Ohr hauen, sobald es dunkel ist. Ne? Wie gesagt, ist noch nicht dunkel. Ein bisschen Licht haben wir auch noch am Auto. So. Wir haben sogar noch Wald, Bäume zu stehen, also zu liegen. Die müssen ja auch noch ins Ohr. Also vor der großen Ernte müssen wir noch ein bisschen Gas geben, ne? Schätze mal, Raps ist im Sommer reif. Schätze ich mal, den Lenkwerk ist verstärkt und so ein bisschen mehr eingestellt. Mit mehr Widerstand und besser. Ist gut, hier liegen aber Bäume. Die können noch gefräst werden. Müssen aber nicht. Also Lenkung wird später. Also ist empfindlich. Hier. Hier ist da. So. Probe jetzt die Fässer. Als nächstes. Bin nicht ganz sicher, ob wir die ganze Ladung voll kriegen werden.
mal sehen, dass ich hier anders ranfahre, ne? Wasser, haben wir noch genug Wasser da? Ist auch schon fast alle. Gut, Wasser ist kein Problem. Da haben wir extra ein Wasserfass zu stehen und einen Traktor irgendwo hernehmen. Und dann können wir den wieder fahren lassen, ne? Einmal müssen wir Geld verdienen für Hopfen, die wir einkaufen wollen. Denn auf dem Feld auch nicht mal gekeimt. Also von daher lange warten wir nicht. Halt, wir müssen nochmal auslagern, ne? Wenn wir uns da reinstellen, dann wird das nichts. So, Zuschauer, das soll es auch schon für die heutige Folge gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss, ciao, ciao. Und euch noch einen schönen Rest Samstag. Tja, morgen geht es hier weiter. Bierverkauf und in Thüringen geht es auch noch weiter. Ab 14 Uhr. Wer möchte, kann da gerne auch mal reingucken, ganz kurz. Und dann mal tschüss, ciao, bis dann. Tschüss.